Hallo, willkommen bei Hegi. Heute machen wir eine entspannende Yoga-Einheit mit Fokus auf unsere Wirbelsäule. Wir schenken ihr meist leider viel zu wenig Aufmerksamkeit im Alltag, dabei stützt und trägt sie uns durchs ganze Leben. Also, los geht's! Wir suchen uns eine bequeme Sitzposition, die du für ein paar Minuten wirklich entspannt aushältst, entweder im Schneidersitz oder je nachdem, wie gelenkig du bist, im Lotussitz, oder du schnappst einen Sessel oder ein hohes Kissen oder auch einen Yogablock und als Unterstützung für die aufrechte Haltung, also die Knie sollen auf Höhe oder leicht unterhalb unseres Beckens sein. Dann schließen wir langsam die Augen und kreieren Länge im Rücken, in der Wirbelsäule. Wir lassen unsere Bandscheiben atmen. Wir atmen tief durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Wir kommen auf unsere Matte an. Die nächste halbe Stunde widmen wir uns unserem Inneren, unserem Körper. Wir hören in uns hinein. Wir lassen das Äußere draußen und lassen mit jedem Ausatmen los, was wir nicht mehr benötigen. Die Schultern sind hinten und unten. Locker und tief, während du dir einen roten Faden vorstellst, am Hinterkopf, am höchsten Punkt, am Scheitel, der dich nach oben zieht. Das Kinn ist leicht Richtung Brust geneigt und mit jedem Einatmen schaffst du Länge im Oberkörper, eine schöne Aufrichtung im Rücken. Und mit dem Ausatmen lässt du los, beziehungsweise atmest du rein, wo dein Körper mehr Raum und Luft benötigt. Dann mit dem nächsten Einatmen gibst du die Hände über die Seite nach oben, Handflächen schauen zueinander und dann streckst du abwechselnd den linken und den rechten Arm Richtung Decke. Stell dir vor, du pflückst etwas. Gerne lasse währenddessen noch immer die Augen geschlossen. Und dann spüre nach, Arme noch Richtung Decke gestreckt. Und dann greift die linke Hand das rechte Handgelenk und du ziehst dich zur linken Seite. Einatmen, wieder Länge im Rücken und ausatmen, versuch dich weiter zu neigen. Aber das Becken bleibt stabil auf dem Boden oder auf deiner Unterlage und du öffnest und weitest die rechte Seite. Dann wieder in zur Mitte zurück, nochmal strecken, längen. Dann greift die rechte Hand das linke Handgelenk und du drehst dich zur rechten Seite. Also du neigst dich zur rechten Seite. Wieder einatmen, Länge und ausatmen, beugen. Dann wieder einatmen zurück zur Mitte und beim nächsten Ausatmen greift die rechte Hand das linke Knie und die linke Hand hinterm Rücken und du drehst dich nach links weiter. Der Kopf geht mit, ganz locker. Einatmen, wieder Länge und ausatmen, weiter drehen. Auch hier wieder darauf achten, Kopf ist über, direkt oberhalb vom Becken. Und dann wieder zurück. Einatmen, Arme Richtung Decke, nochmal strecken. Die Schultern bleiben unten. Und ausatmen, diesmal die linke Hand auf der
auf das rechte Knie und die rechte Hand wieder hinterm Rücken. Und zur rechten Seite weiterdrehen. Das Becken bleibt stabil. Die Drehung kommt aus der Brust, Wirbelsäule vor allem. Einatmen, längen und ausatmen, weiterdrehen. Dann wieder zurückkommen zur Mitte, nochmal einatmen, Arme nach oben bringen, Handflächen aufeinander legen und nach unten Richtung Brust vors Herz geben. Die Daumen berühren das Brustbein und dann mit dem nächsten Atemzug wieder die Hände locker auf die Knie ablegen und jetzt langsam die Wirbelsäule kreisen. Folge dem Impuls. Nicht zu viel darüber nachdenken, in welche Richtung. Wir kreisen in beide Richtungen. Wir beginnen mal mit einer. Das Becken bleibt stabil. Versuche wirklich, die Wirbelsäule zu bewegen. Höre in deinen Körper hinein. Jetzt wechseln wir die Richtung. Benötigt dein Körper eine große Bewegung, große Kreise oder ganz kleine, kaum sichtbare. Super, dann langsam Augen öffnen und wir kommen dann langsam in den Vierfüßlerstand, das heißt Knie unterhalb vom Becken, Armhandgelenke unter den Schultergelenken, die Zehen aufgestellt oder die Fußrücken abgelegt und wir rollen nochmal die Schultern nach hinten und nach unten, kommen nochmal heraus, wir drücken uns von der Matte weg, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, um Stabilität der Körper und für unsere Körpermitte zu geben. Der Hals ist in Verlängerung der Wirbelsäule und jetzt einatmen, Brust öffnen, Blick nach vor. Und ausatmen, Kinn zur Brust, Bauchnabel noch mehr Richtung Wirbelsäule ziehen und runden Rücken. Drück dich wirklich richtig weg von der Matte und die Lendenwirbelsäule geht ganz sanft mit. Also die meiste Bewegung kommt hier aus der Brustwirbelsäule. Noch ein paar Mal einatmen, Blick nach vorne, Herz öffnet und ausatmen, drück dich weg. Mach Weite zwischen deinen Schulterblättern. Einatmen, Blick nach vor und ausatmen, wir rollen uns ein. Nochmal, Blick nach vor und ausatmen, runden Rücken, drück dich weit weg von der Matte. Dann noch einmal und wir beginnen langsam das Becken mit der Bewegung mit zu kreisen. Auch hier wieder ganz egal, mit welcher Richtung du startest. Die Bewegung soll sich ganz natürlich anfühlen. In dein Atemtempo einatmen, Blick nach vor, Brust öffnet und ausatmen, Kinn zur Brust, runder Rücken. Super, dann langsam in die andere Richtung kreisen, ganz locker das Becken mitbewegen, gerne auch hier Augen schließen, um noch mehr deinen Körper zu spüren und nicht von Außenwelt abgelenkt zu werden. Genau, in dein Atemtempo, ruhige Atemzüge durch die Nase ein, Nase aus. Genau. Als nächstes öffnest du dann weiter deine Knie und gibst das Gesäß Richtung Fersen. Lehnst dich zurück, Hände strecken nach vor und legst deine Stirn ganz locker auf der Matte ab. Hier kannst du durch die Nase ein- und durch den leicht geöffneten Mund wieder ausatmen, um noch tiefer zu entspannen in dieser Position.
Dann einatmen, Kinn Richtung Brust und Oberkörper nach vorne bringen. Einatmen, nach vorne legen und ausatmen, Kinn zur Brust mit möglichst geradem Rücken wieder zurückgehen. Dann wieder einatmen, Kinn zur Brust, nach vorne bewegen, dass Schultern oberhalb der Handgelenke sind und ausatmen, wieder nach hinten Richtung Fersen setzen. Wir wiederholen das ein paar Mal. Spür dich rein in diesen kleinen Flow. Einatmen, wir rollen mit runden Rücken nach vor. Dann Blick nach vor, Herz öffnet und ausatmen, wieder zurücksetzen. Die Handflächen, also die drücken schön immer in den Boden und die Ellbogen bleiben immer leicht gebeugt. Und als nächstes bringst du dann dein Gesäß Richtung Decke in einen herabschauenden Hund und bewegst abwechselnd die Beine, also Fersen lösen sich abwechselnd von der Matte. Drück deine Hände richtig gut in die Matte, Schultern sind hinten und unten, der Kopf, der Nacken ist entspannt. Und beuge deine Beine so gut es geht, sodass du möglichst gerade im Rücken bist. Das Steißbein, der oberste Punkt, richtig nach oben zu drücken. Dann beuge deine Knie tiefer und strecke sie wieder leicht. Aber nie ganz die Beine durchstrecken. Wir wollen immer Aktivität in unseren Muskeln haben. Versuch eher nicht daran zu denken, deine Fersenrichtung Matte zu bringen, sondern eher dein Steißbein. Dann mit dem nächsten Einatmen kommt dein Oberkörper nach vor in das Brett, in die Plank-Haltung und dann schiebst du nach vor und zurück. Also über deine Zehen nach vor und Fersen wieder zurückdrücken. Super, dann wieder Knie absenken, entweder mattenbreit oder etwas schmaler. Und dann wieder Gesäß Richtung Fersen bringen, in die entspannte Haltung des Kindes. Gerne wieder tiefe Atemzüge. Dann wieder einatmen, Kind zur Brust. Wir kommen wieder nach vor. Und diesmal dann weiter nach hinten in einem Schwung in den herabschauenden Hund. Und dann wieder nach vor und zurück ins kleine Kind. Also ein kleiner Flow. Einatmen, runder Rücken, kommen zuvor und kurz und dann wieder nach hinten in den herabschauenden Hund. Einatmen über Zehenspitzen nach vor, kurzes Brett und ausatmen, zurück ins kleine Kind. Einatmen, runder Rücken nach vorne auf die Knie und ausatmen in den herabschauenden Hund. Einatmen wieder in einer Welle nach vorne. Knie ablegen und zurücksetzen. Genau. Auch diese kleine Sequenz wiederholen wir wieder ein paar Mal. Achte auf deine Atmung und auf deine Wirbelsäule, auf deinen Rücken. Mit einer schönen Wellenbewegung nach vor. Geraden Rücken zurück, herabschauender Hund. Und jetzt gehen wir in kleinen Schritten nach vorne zwischen die Hände und kommen in eine ganze Vorwärtsbeuge, die Knie gut gebeugt und dann mit dem nächsten Einatmen Bauch, Nabel Richtung Wirbelsäule, rollen wir uns Wirbel für Wirbel nach oben in den Stand. Einatmen, Arme über die Seite nach oben bringen, Handflächen zueinander und ausatmen, Hände vors Herz, Daumen berühren, die Brust, das Brustbein. Hier gerne die Augen schließen und nachspüren, nochmal Länge im Körper kreieren. Mit jedem Ausatmen schicken wir den Atem Richtung Füße und erden uns. Die Schultern sind hinten und unten. Dann nochmal einatmen,
Arme über den Kopf bringen und ausatmen. Nach vorne beugen. Handflächen auf die Matte. Einatmen, Hände auf das Schienbein oder Oberschenkel, gerader Rücken. Und ausatmen, Hände auf die Matte legen. Zuerst mit dem rechten, dann mit dem linken Fußbein zurücksteigen. Knie ablegen und dann auch den Oberkörper absenken. Nochmal die Fußrücken in die Matte drücken, Schultern hinten und unten nach unten rollen. Und einatmen, wir kommen in die Cobra. Ausatmen, wieder Stirn ablegen. Einatmen, Oberkörper kommt leicht hoch. Und ausatmen, wieder absenken. Nochmal einatmen, wir kommen hoch, wir bleiben jetzt oben. Dann lösen wir die Hände, um zu testen, dass diese Haltung aus unserem Rücken kommt. Und dann mit dem nächsten Ausatmen drücken uns wir wieder hoch, Gesäß Richtung Decke in den herabschauenden Hund. Einatmen, rechtes Bein nach oben bringen und zwischen beide Hände steigen. Linkes Bein dazustellen. Wir sind wieder nach vorne übergebeugt und mit dem Ausatmen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, Wirbel für Wirbel nach oben rollen, in die Haltung, einatmen, Arm über den Kopf ziehen und ausatmen, Hände vors Herz. Noch einmal, Arm über die Seite nach oben bringen, dann wieder ganze Vorwärtsbeuge, Oberkörper kommt tief nach unten. Einatmen, Hände wieder auf das Schienbein, halbe Vorbeuge und ausatmen, wieder Hände ablegen auf die Matte, linkes Bein zurücksetzen, rechtes Bein in die Brettposition, dann wieder Knie ablegen und dann Oberkörper ablegen. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen, einatmen, wir kommen mit dem Oberkörper hoch, ausatmen tief und in einer weiteren Bewegung wieder in den herabschauenden Hund fließen. Einatmen, linkes Bein nach oben, ausatmen, nach vorne stellen, zwischen die Hände, rechtes Bein dazustellen, wieder in die ganze Vorwärtsbeuge kommen und wieder dann langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Einatmen, Arme über die Seite nach oben geben und ausatmen, Hände vors Herz. Einatmen, Arme über die Seite nach oben bringen und ausatmen, wieder nach vorne und unten beugen, den Oberkörper. Einatmen, wieder gerader Rücken, ausatmen. Wir steigen mit dem rechten und dann mit dem linken Bein zurück in die Pressposition und entweder zuerst auf die Knie kommen oder gleich direkt ablegen. Einatmen, wieder Cobra und ausatmen. Wir drücken uns zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, rechtes Bein noch vorstellen, linkes Bein dazu und dann rollen wir wieder Wirbel für Wirbel langsam nach oben in den Stand. Super, einatmen und ausatmen, Hände vors Herz. Ein letztes Mal die andere Seite, einatmen, Arme über die Seite nach oben bringen, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, einatmen, wieder gerader Rücken, ausatmen, Hände wieder auf die Matte, wieder zurück in das Brett, dann Oberkörper ablegen, einatmen hoch, Cobra und ausatmen, wieder Gesäß zurück Richtung Decke in den herabschauenden Hund kommen. Hier verweilen wir für ein paar Atemzüge. Bring nochmal richtig aktiv das Steißbein als höchsten Punkt Richtung Decke, Beine gebeugt, soweit es passt. Einatmen, dann wieder linkes Bein hoch und nach vorne zwischen die Hände stellen. Linkes Bein dazustellen und dann wieder langsam Wirbel für Wirbel nach oben rollen. Einatmen, Arme die Seite nach oben bringen und ausatmen, Hände vors Herz. Hier gerne wieder Augen schließen und dich erden. Dann einatmen, Arme nach oben bringen, setzen wir uns auf einen imaginären Stuhl zurück, Beine gut gebeugt. Der Oberkörper, der Rücken ist gerade und dann ausatmen, wieder Beine leicht längen, strecken, aber nie ganz durchstrecken und Oberkörper bleibt tief unten. Einatmen, wieder gerade Rücken, Hände auf Schienbein, ausatmen, wieder absenken.
damit du zuerst rechtes und dann linkes Bein nach hinten stellen und dann wieder in der Brettposition ein paar Mal nach vorn zurückschieben und dann wieder langsam Knie ablegen, mattenbreit oder schmäler und Gesäß Richtung Fersen bringen. Dann einatmen, Kinn zur Brust, wir kommen wieder nach vorne, dann einen herabschauenden Hund, Gesäß wieder nach hinten oben bringen. Einatmen, rechtes Bein strecken, rechtes Bein nach vorne stellen und diesmal kommen wir mit dem Oberkörper nach hoch, einatmen, Arme auch über die Seite nach oben, Schultern bleiben unten und wir bleiben hier in einem tiefen, weiten Ausfallschritt. Und dann wieder ausatmen, Oberkörper absenken und diesmal den rechten Arm nach oben zur Decke, also linker Arm neben den rechten Fuß stellen und wir drehen uns zur Seite auf. Der Blick geradeaus oder Richtung der rechten Hand und dann wieder zurückgehen, zurücksteigen mit dem rechten Bein in herabschauenden Hund und die andere Seite, linkes Bein nach hinten oben bringen und dann zwischen die Hände vorne, einatmen, Oberkörper nach oben in einen Ausfallschritt. Noch hier wieder Becken leicht nach vorne bringen, linkes Knie oberhalb vom linken Fußgelenk. Dann legen wir die rechte Hand neben den linken Fuß. Linke Hand schaut Richtung Decke und wir drehen uns nach links auf. Gut dabei atmen und dann wieder linke Hand neben den linken Fuß bringen. Wir steigen wieder zurück in den herabschauenden Hund. Dann gehen wir in kleinen Schritten wieder langsam nach vorne Richtung Matte. Aber diesmal die Füße mattenbreit auseinander und die Zehen schauen nach außen und Gesäß geht tief in den Yogi Squat so genannt und entweder auf die Ballen oder so setzt auch die Fersen ab, wenn es geht und du drückst die Oberarme gegen die Knie, die Handflächen kleben gut aneinander. Super. Dann löse hier den Sitz auf, lass dich zurückfallen, natürlich sanft und wir rollen mit runden Rücken auf die Matte. Wir nehmen schon die Knie mit, die Hände umschließen die Unterschenkel oder unterhalb die Knie fassen. Drück nochmal die Knie Richtung Oberkörper. Und dann öffnest du die Arme zu einem T oder Kaktusarme und dann lässt du beide Knie auf Nabelhöhe nach links fallen. Der Kopf schaut Richtung Decke oder, wenn es für den Nacken geht, in die andere Richtung nach rechts. Die Schultern sinken schwer in die Matte und du genießt die Dehnung. Einatmen durch die Nase. Und beim Ausatmen in die Enge reinatmen. Dann einatmen, Knie zur Mitte bringen und ausatmen, auf die rechte Seite fallen lassen. Der Kopf entweder, du schaust wieder Richtung Decke oder nach links. Kannst auch noch die Knie beschweren mit der rechten Hand. Und lass auch hier wieder die Schultern satt in die Matte fallen. Das ist schon unser Cooldown quasi. Genieß die Dehnungspositionen. Dann bringst du die Knie wieder in die Mitte. Kreise nochmal, um die Lendenwirbeln zu massieren. Und als nächstes strecken wir die Beine Richtung Decke und drücken die Fersen wirklich Richtung Decke und die Zehenspitzen Richtung Oberkörper und beug die Beine, so wie es für dich passt. Und dann wieder langsam lösen. Und da kommen wir in die letzte Haltung, in die Totenstellung. Wir lassen alles los. Die Handflächen schauen Richtung Decke. Schultern sind hinten und unten,
Kinn wieder leicht Richtung Brust gezogen und wir lassen die Zehen eher nach außen fallen. Und dann drücken wir zuerst die linke Ferse in den Boden und lösen. Dann die rechte Ferse in den Boden drücken und lösen. Dann die Beine in den Boden drücken. Ganz kurz den Puls und wieder lösen. Das Becken kurz in die Matte drücken und wieder lösen. Den Oberkörper in die Matte drücken und wieder lösen. Dann die Arme in die Matte drücken und lösen. Und zum Schluss den Kopf kurz in die Matte drücken und wieder lösen. Schließe die Augen dabei. Atme tief ein und aus. Gerne auch wieder durch den geöffneten Mund. Und lass los. Spüre nach. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an im Vergleich zum Anfang dieser Einheit? Merkst du Unterschiede zwischen deiner linken und rechten Seite deines Körpers? Und dann bewegst du langsam Zehen und die Finger und du kommst über die Seite wieder in einen Sitz. Wenn du wieder in einen Schneider- oder Yogisitz kommst, wechsle mal die Beine. Es muss nicht gut und perfekt ausschauen, Hauptsache die Wirbelsäule ist schön aufrecht, die Sitzhöcker schön in die Matte gedrückt und dann ziehen wir ein paar Mal die Schultern Richtung Ohren und lassen sie mit einem Seufzer wieder fallen. Einatmen, Schultern nach oben ziehen. Und ausatmen, tief nach unten fallen lassen. Dann noch ein paar Atemzüge durch die Nase ein und durch den Mund schön ausseufzen. Wir lassen alles los, was wir heute nicht mehr brauchen. Dann kommen wir zum Abschluss. Einatmen, Arme die Seite nach oben geben, Handflächen aufeinander. Und ausatmen, wieder Hände vors Herz. Und Namaste. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Danke fürs Mitmachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Nachricht hinterlässt oder mich abonnierst. Ich danke dir fürs Mitmachen und hoffentlich sehen wir uns ein nächstes Mal. Tschüss!